So, der Körper konnte die Kamera anschalten. So, meine lieben Kinderchen, da draußen, wir spielen ein neues Let's Play, ein Handy-Game, was von den Machern von 7 tödliche Offenbarung und 7 Endgame ist. Ich habe auf das Spiel tatsächlich sehr lange drauf gewartet, weil ich wusste ja auch, dass dieses Spiel kommen wird. Es ist geil, weil man das erste Mal in diesem Spiel sich entscheiden kann, ob man Männchen oder Weibchen ist. Das finde ich mega geil. Und die Inka wird es auch nochmal rausbringen, als weibliche Person, klar, als Inka. Und ich eben mal als Tomji. Finde ich mega cool. Ich bin echt gespannt, wie das wohl so sein wird. Einige von euch haben da schon angefangen zu spielen. Das ist nagelneu raus, ich glaube gestern oder vorgestern. Und die haben auch gesagt, ey, wow, ich kann das Handy einfach nicht beiseite legen. Das macht so viel Spaß, dieses Spiel. Und natürlich habe ich auch Bock gehabt. Ich hatte wegen der Prüfung keine Zeit gehabt, gestern noch was aufzunehmen. Aber jetzt habe ich die Zeit dazu und jetzt legen wir auch direkt los. So, du bist männlich? Ja, bin ich tatsächlich. Dein Vorname ist... Ja, mein Name ist Tomji. Tom. Bob. Ach so, nee, warte mal, muss ich auch mit Nachnamen? Das wäre voll cool, warte mal. Fertig. Komm, gib mir noch einen Nachnamen. Nein, es gibt keinen Nachnamen. So, es freut uns, dass du zu uns gefunden hast. Du kannst direkt mit dem Spiel starten. Währenddessen arbeiten wir bereits auf Hochtouren an dem nächsten Part. Denn The Science wird in Episoden veröffentlicht. So, das erinnert mich ganz stark an Duskwood. Aber das macht es nicht zu einem schlechteren Spiel, sondern es ist echt ein richtig gutes Spiel, das gut. Und das, denke ich mal, wird The Sign auch werden. So, starten wir mal los. Bam. Wird geladen. Oh, das dauert wohl noch ein Baiten, wa? Ach nö, guck mal, es geht doch schnell. In der Zeit kann ich euch was davon erzählen. Jeder kennt 7, den Verbrecher, den Mörder zu jagen und so was, alles so rauszufinden, wer der Mörder ist, der uns auch noch belästigt und mit unserer Freundin droht. Und diesmal soll es aber kein Krimi sein, dieses Spiel hier, sondern es wird so ein Horror-Game sein, das weiß ich auch. Und es geht um Geister, das heißt ja Ghost Dimension. Und cool, oder? Also ich freue mich, ich bin total gehypt und ich habe echt Bock drauf. Soll ich noch irgendwas erzählen, bis der Ladebildschirm vorbei ist? Nö, ne? So. Guck mal, geht ja schnell, oder? Nein, auf einmal bleibt er stehen und sagt, nö, geht nicht mehr schnell. Und, bopp, da sind wir. Okay, es wird nochmal geladen. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt auch mit Musik ist oder ob ich wieder Musik reinschneiden muss, denn ich habe in der Vergangenheit bei YouTube immer ein bisschen Musikprobleme gehabt mit der GEMA. Wir werden es sehen. Wir werden es einfach sehen. Oh, Spannung. Sie haben eine neue Nachricht von Lea. Du hast ein Video erhalten. Okay. Sollen wir uns das mal anklicken? Okay. Meine Ex-Freundin, wir haben uns vor 3 Monaten getrennt. Ich glaube, sie empfindet noch etwas für mich. Und auch ich bin mir manchmal unsicher, ob die Trennung richtig war. Checken wir mal das Video. Hi du, muss mal mit dir reden. Mir geht's gerade irgendwie nicht so doll. Du kannst dich ja melden, wenn du Zeit hast. Bis dann. Oh, ich... warum trennen wir uns denn von solch einer? Hey, was ist denn los? So geil. Das ist wirklich gut. Das ist dieser kleine Detail, den ich auch damals bei Duskwood geil finde. Mit diesem Schrift, also mit diesem Stift, dass er tatsächlich jetzt geschrieben wird. Finde ich total klasse. Ich habe heute Nacht von dir geträumt. Ach, das ist schön. Ist doch gut, oder? Okay, wohl nicht. Die Trennung ist für uns beide nicht einfach. Das ist es nicht. Es war ein schrecklicher Albtraum. In bestimmten Situationen sind mehrere Antwortmöglichkeiten gegeben. Wische mit dem Finger nach links, um zwischen den Antworten zu wählen. Wie geht das denn jetzt am PC? Ah, gut. Tut mir leid, worum ging es denn? Jeder hat mal Albträume. Das ist doch völlig normal. Lass uns doch über etwas Ernsteres reden. Okay. Machen wir das hier. Wir sind mal ein bisschen einfühlsamer hier. Kann man das genauso wie bei 7 auch die Profile anklicken? Warte, das muss ich ganz kurz mal wissen.
Geil, das geht tatsächlich. Und hier haben wir freischaltbare Dinge. Ich denke mal, es geht mit einem Premium-Account. Damit werde ich mich versuchen, nachher mal. Und Insta-Accounts. Wie geil. Folgen uns auf Insta, bla 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 bla. YouTube vermissen, bla bla bla. Memories. Sehr cool. Das haben die richtig gut gemacht. Sieht gut aus. So ein Teil so 7 Endgame und Teil das gut hier tatsächlich. Und das haben das Beste rausgefiltert tatsächlich. Hier sieht man das, ne? Hier sind die Premium-Sachen und die schreibt einfach weiter. Hier sieht man das, hier sind die Premium-Sachen. Ist ganz klar, die Leute arbeiten nicht für lau. Ist auch richtig so. Ne? Ja, das ist unsere Ex-Freundin. Hatte nicht gerade noch ein Septum-Piercing gehabt? Egal. So. Schön. Oh, die haut aber in die Tasten. Wir lassen sie erstmal ausschreiben und dann soll sie dann... Ich glaube, sie ist fertig. Je nachdem, für welche Antwort du dich entscheidest, kann dies Einfluss auf den Storyverlauf oder die Beziehung zu deinen Gesprächspartnern haben. So, jetzt lass mich erstmal lesen, was es hier stand. Ich mag es kaum aussprechen. Du und ich, wir sind in unserer alten Wohnung. Plötzlich ein Schuss. Ich sehe nur einen schwarzen Schatten im Flur. Du wurdest getroffen und ich stehe daneben und kann einfach nichts tun. Ich versuche dir zu helfen. Halte meine Hand auf deine Schusswunde, um die Blutung zu stoppen. Aber dadurch wird alles nur noch schlimmer und das Blut strömt noch schneller aus der Wunde. Bis... Ich kriege kaum noch Luft, wenn ich daran denke, diese Hilflosigkeit dich zu verlieren. Es war so schrecklich. Ja, warum sind wir nicht wieder zusammen? Hey, das war doch nur ein Traum. Lea, beruhig dich. Ich bin doch noch hier. Du wirst mich nicht verlieren. Okay. Jetzt können wir nochmal auf das Profil klicken, was ich gerade gemacht habe, natürlich. Lieb von dir. Alles gut. So bin ich nun mal. Nichts sagen. Diese Möglichkeit, nichts zu sagen, finde ich sehr geil. Wir gehen gleich da mal drauf nochmal und gucken uns das nochmal genauer an. Wobei, wir haben es ja schon echt uns lange genug angeguckt, ne? Ich muss dir gestehen. Die Nachricht wurde gelöscht. Ey, ich habe sie nicht mal gesehen. Warum löschen sie gleich? Vielleicht fehlst du mir auch einfach nur. Hauptsache, du bist nicht so eine Psychotante wie Mona. Pff. Ich denke auch noch oft an uns. Lea, wir waren uns doch beide einig, dass es so besser ist. Lass uns einfach über etwas anderes reden. Nichts sagen. Pass auf, es ist ja so, dass wir auch drüber nachdenken, ob diese Trennung überhaupt eine gute Idee gewesen ist. Das heißt ja wohl, wir haben auch noch intensive Gefühle für sie. Und ich kann da nicht so kalt sein. Komm, hauen wir hier raus. Bab. Okay, das provoziert mich einfach. Komm, lass uns doch einfach mal gleich gucken nochmal. So, im Profil eines Chatpartners siehst du den aktuellen Beziehungsstatus von 0 bis 100. Diesen kannst du über deine Entscheidungen maßgeblich beeinflussen. Du kannst den Status ebenso verändern, indem du Like oder Dislike anklickst. Genau wie bei Endgame. Und das fand ich top. Das fand ich top. Und dafür nehmen wir uns nachher auch die Zeit. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier ist. Komm, wir liken mal. Du kannst... Für Lea, genau, das ist es nämlich. Du kannst Lea für einmal Werbung schauen, ein Herz schenken und den Beziehungsstatus verbessern. Okay, dann würden wir einmal Werbung gucken und dann würden wir den Beziehungsstatus verbessern. Das können wir später nochmal machen. Oder muss ich ja nicht eine Aufnahme machen. Genau. So. Es tut gut zu hören. Irgendwie ist das alles noch so unwirklich. Nass habe ich immer noch das Gefühl, du würdest neben mir liegen. Ach, Menno. Und ausgerechnet jetzt wartet noch das Vorstellungsgespräch auf mich. Das ist aber auch was Gutes. Ach, das war heute? Brauchst du irgendwelche Hilfe? Dann lass ich dich mal in Ruhe. Ich muss mal ganz kurz meine Brille jucken. So. Wenn du schon fragst. Du weißt doch, wie gerne ich diesen Job hätte. Ich würde als Hotelfachfrau deutlich mehr verdienen als jetzt. Jetzt bin ich mir unsicher, was ich anziehen soll. Kann mich zwischen zwei Outfits nicht entscheiden. Warte, ich schick dir mal ein Foto. Ich gehe mal davon aus, oder wenn du kurz Zeit hast, ein Video. Foto reicht aus. Ja, ich habe Zeit. Da wäre das mit diesen Sterndings dann. Sorry, Liebe, aber dafür bin ich der Falsche.
So, natürlich wollen wir es gerne alle sehen. Pass auf, ich unterbreche mal ganz kurz, mache eine kleine Pause und guck mal nach, wie das hier geht mit dem... Ja, es geht also hier von diesem Gerät nicht aus mit dem Kaufen. Man muss sich das wohl nochmal alles von vorne spielen und dann tatsächlich am Handy weiterspielen, dieses Spiel. Das ist schade. Foto reicht aus, komm. Das ist echt schade. Ich hätte gern dieses Format so aufgenommen, wie ich das jetzt gerade aufnehme. Bisschen ärgerlich. Einfach ein bisschen ärgerlich tatsächlich. Keinen Augenblick. Kleinen. Hahaha. Das ist schade. Dieses hier? Ja. Sieht sehr... seriös aus, tatsächlich. Oder warte kurz. Ich zieh mir schnell das andere an. Yannick hat uns angeschrieben. Okay, ich denke mal, wir gehen mal rüber zu Yannick in den Chat rein. So, hallo Yannick. Einer meiner Kommilitonen und ein guter Kumpel. Er ist immer hilfsbereit und höflich. Und ein Fraumschwarm an unserer Uni. Oh Mann. Ich bin immer noch fix und fertig, wenn ich an gestern denke. Alter, der Sezierkurs war ein Horrorfilm. Leichen aufschneiden wird definitiv nicht meine Lieblingstätigkeit. Und das blöde Formaldehyd kriege ich auch nicht aus der Nase. Formaldehyd, ich denke mal, da muss man tatsächlich irgendwie dafür gelernt haben, um einfach zu wissen, was ist denn das? Ich bin übrigens seit gestern Busfahrer. Also vorgestern, nein. Ist nicht, kenne ich nicht so. Geht mir eben so. Sei nicht so zimperlich. Der freigelähmte Arm sah aber auch übel aus. Nö, warum denn? Ich dachte immer, du wärst ein Aufschneider. Komm, das ist gut. Heute eine Clown gefrühstückt, was? Ja. Ja. Aber Kira ging's auch nicht besser. Schon heftig, wie sie... Der Prof wird jetzt sagen... orthostatisch umgekippt ist. Orthostatisch umgekippt ist. Mann, Mann, Mann. Dabei meint er vorher noch, ich zitiere, ihr haut hier ganz schön irgendwelche Fachwörter raus, wa? Ja? Wenn Ihnen schlecht oder schwarz vor Augen wird, geben Sie bitte rechtzeitig Bescheid. Hätte unsere Blondchen mal besser gemacht. Sie tut mir schon ein wenig leid. Dann hätten wir sie wenigstens auffangen können. Sei mal nicht so fies zu ihr. Ach komm. Wer weiß, wer diese Dings ist, diese Chiara. Kann ich verstehen. Der Sturz sah übel aus. Aber Mr. Lover hat sich ja blendend um sie gekümmert. Kaum zu übersehen, dass Cedric auf sie steht. Aber ich muss gestehen, als Cedric an den Muskeln und Sehnen zog, um die Finger zu bewegen, da wurde mir auch ganz mulmig. Die WG ist endlich vollbracht. Schon ein bisschen komisch, jetzt auf einmal so weit weg von euch zu sein. Naja, die Wohnung hier ist klein, aber auf jeden Fall super gemütlich. Und meine Mitbewohnerin, ja, die ist ein bisschen komisch, also sie redet nicht wirklich mit mir. Aber dann habe ich jedenfalls meine Ruhe, du kennst mich ja. Ansonsten habe ich hier alles, was ich brauche eigentlich. Und am Montag startet sogar schon mein neuer Job. Ich bin super gespannt und aufgeregt. Oh, wenn man vom Teufel spricht, meine Mitbewohnerin kommt. Ich muss Schluss machen. Grüß Mama und Papa von mir. Unsere Schwester. Cool. Cool. Sorry, meine Schwester hatte gerade angerufen. An den Zehen entzogen. Also das ist ja wohl der Hammer, oder? Offener Arm und die ziehen da so dran. Und machen so marionettenmäßig. So. Finde ich cool. Finde ich schon. No prop. Grüß sie das nächste Mal ganz lieb von mir. Lass die Finger von ihr, das ist meine Schwester, ja? Nix, Mr. Lover.
Wie dem auch sei, jetzt wissen wir wenigstens, wie eine Atrokisiklose ausschaut. Und Cedric hört auf zu rauchen. Das geht hier um Arthritis. Aber diese ganzen Fachnamen alter Vattern. Apropos Cedric, was ist eigentlich mit unserer Chatgruppe, die er stellen wollte? Kennt sie doch. Immer große Töne spucken und dann kommt nix. Warte mal kurz, ich schreibe ihn mal an und erinnere ihn höflich dran. Okay. Papa. Mein Vater, er ist pensionierter Schreinermeister und begeisterter Hobbyhandwerker. Er ist für seine Familie da und liebt meine Mutter über alles. Das könnte ich sein. Hi, Paps. Soll dir mal Grüße von Hanna ausrichten. Sie hat mich übrigens angerufen. Also, Hanna, unsere Schwester. Die Hübsche. Moin, Sohnemann. Sind gerade auf dem Weg auf dem Heimweg, ne? Steh hier noch ein scheiß Stau, du hör mal. Jo, das ist scheiße. Wirklich scheiße. Das tut mir ja leid. Urlaub war aber, ja, unbeschreiblich, ich war schon Sahne, ne? Ich melde mich noch hier mal von Tuhus. Dauert wohl ein bisschen länger. Ja, mach das, Paps. Fahr vorsichtig. Mama unterhält dich schon. Genau richtig. Wow, ihr haut da wirklich gleich richtig schön was raus, ne? Gleich am Anfang gibt ihr uns so viel Informationen, was sehr gut ist, was sehr, sehr gut ist. Momentan, ja, da ist sie nur am Rumbeeren, die olle Zippe. Ja, bis später, ne? Gut, dann, hey du, da haben wir sie, Chiara. Achso, wir könnten ja immer noch mal gucken, wer die sind, ne? Ich dachte gerade, das wäre jemand anderes. Hey du, sag mal, war mein Blackout gestern sehr, sehr peinlich? Hab gerade mit Yannick drüber gesprochen. Shit happens, bald lachst du drüber. Made my day. Komm mal raus. Na toll. Also ich bin jetzt eine Lachnummer. Ganz so schlimm ist es nun nicht. Ja, so ein Beten. Unsinn, ist doch nur menschlich. Komm, das ist nicht gut. Verschlechtert allein schon. Ja komm, ich like nachher deine Bilder, dann geht's schon wieder. Na vielen Dank auch. Aber ich war ja auch so nervös. Fast wie bei meiner Einschulung damals. Daran kannst du dich dran erinnern? Ja, ich nicht. Doch, ein bisschen schon tatsächlich. Ich habe mich über meine Schokolade gefreut, in meiner Schultüte damals. Nur anstatt die Prinzessin-Schultüte, meine Preppkästchen mit Skalpell vor mir ein abgetrennter Arm. Ja, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Komm, den hatten wir gerade schon. Da musst du wohl durch, wenn du Arzt werden möchtest. Das sehe ich genauso. Glaub mir, ich war auch mega angespannt. Komm. Ehrliche Worte. Oh. Verschlechtert. Das ist eigentlich ein Prinzesschen, ne? Ja, ja. Hätte zu der anderen Person auch gut gepasst. Schon klar. Hab ja den Zusammenbruch nicht geplant. Hast du den Shorts eigentlich gut überstanden? Ich meine, Yannick hat sich um dich gekümmert, ne? Mr. Lover Lover. Mr. Lover Lover. Na, Mr. Lover Lover. Hi, Girl. Ich starte kurz einen Videoanruf und erzähl's dir, okay? Gerade ungünstig, erzähl kurz hier. Ja klar, okay, da sieht man, man braucht natürlich diese Premium-Dinger vermehrt. Ja. Ist so. Na, wie gesagt, ich ärgere mich nur gerade, dass es auf dem Gerät hier einfach gerade nicht geht. Naja, tut halt noch verdammt weh. Mein ganzer Hintern ist schon grün und blau. Was denkst du, wie unangenehm es mir war, dem Doc zu sagen, was passiert ist? Naja, nicht so. Ich meine, du bist Student und lernst das und das ist ja nicht allgegenwärtig, so ein offener Arm und so. Mit Sehngeschichte finde ich geil. Mir graut jetzt schon vor den nächsten Wochen. Da erwartet uns im Prepsaal nur Arme, sondern vollständige Körper. Mir geht jetzt schon durch den Kopf, wer diese Menschen wohl waren, die uns ihre Körper gespendet haben.
Darüber sollte man, glaube ich, nicht so oft nachdenken, glaube ich, ne? Würdest du denn eigentlich einen eigenen Körper zur Verfügung stellen? Nee, umso mehr bewundere ich die Menschen, die es dafür sich entscheiden. Ganz im Ernst, ich glaube, ich würde es auch nicht so cool finden. Boah, bin mir da nicht so sicher. Ich will ja verbrannt werden später oder einfach in Müll geworfen werden, also keine Ahnung. Ich habe damit keine Probleme. Themawechsel, das ist, glaube ich, gut. Wow, hier, Jagel macht schon wieder Truppenübungen hier. Na gut, ich habe eh noch eine Bitte an dich. Oh. Kannst du mir den ganzen Prüfungsvorbereitung einmal kopieren und mit zur Uni bringen? Wieso gerade ich? Wirklich alle? Klar, mache ich. Wo sind denn deine? Wo sind denn deine? Wenn ich das wüsste, würde ich dich nicht fragen. Die Mappe ist spurlos verschwunden. Jo. Ich wollte eigentlich Gabriela fragen. Sie wohnt ja nur einen Sprung entfernt. Aber die ist ja jetzt momentan verschollen und hebt nicht mal ab. Ich befürchte, das liegt an mir. Ist es so, warum? An dir, warum? Ja, sie hat angetrunken versucht, mich zu küssen und mir gebeichtet, dass sie Gefühle für mich hat. Was eigentlich gar nicht mal so verkehrt ist, oder? Und weiter? Naja, als ich ihr sagte, dass ich nicht in sie verliebt bin, wollte sie Abstand von mir. Ja, man kann das ja nicht erzwingen, oder? Also ich knutsche nur mit Liebe. Trotzdem irgendwie anstrengend alles. Deswegen die Uni zu schwänzen, also strange. Trotzdem irgendwie strange alles. Deswegen die Uni zu schwänzen. Aber jetzt sag, kannst du mir die Unterlagen mitbringen? Ich versuche es, okay? Sorry, geht leider nicht. Eigentlich müssten wir der Arsch sein, ne? Aber ich bin da ja noch nicht so. Ich bin auch immer so einer, wenn, kannst du mal machen? Ich versuche da immer Ausreden zu finden. Aber meistens sind das keine guten. Ja, kannst du ja das andere mal machen oder sonst den Kram. Ach, Mann. Ja. Okay, danke schön. Ich liebe dich jetzt schon. Nicht so wirklich. Ach Mist, ich hätte vor 15 Minuten meine kleine Schwester abholen sollen. Kannst du es auch mal machen? Achso, wir schreiben später. Ja. Bis später, kleiner Peter. Ja, Avanti. Na komm. So, jetzt nehmen wir uns mal die Zeit, irgendwie ganz kurz mal sie zu checken. Offline. Beziehungsstatus. Gut, dass ihr seht, man hat diese Galerie nur zur Verfügung, wenn man wirklich die Dings macht. Mein absolutes Lieblingsspiel. Mein Facebook-Account. Das ist auch geil, dass es natürlich mit Facebook verlinkt worden ist. So, warte mal. Noch eine rein... Checkliste. Okay. Ich probiere mal den Link. Mein Lieblingsspiel. Und das ist cool. Das ist cool, dass das geht. Dass man klickt, guck mal, das ist tatsächlich noch meine Rezension tatsächlich. Von 2018. Da bin ich, meine Rezension. Ziemlich geil. Ist es ja auch. Ja. Wow, 2018 ist schon so lange her. Genau, klickt drauf. Und wenn ihr das noch nicht habt, sofort runterladen, durchspielen, macht mega Spaß. Okay. Facebook-Account können wir, wie gesagt, sehen, wenn wir hier den Premium-Geschichten-Bumsen haben. So, wo komme ich denn auf den Gruppenbumsen hier rauf? Warte, da, genau. Gabriela machen wir gleich. So, jetzt haben wir Papa. Heimwecker, echte Männer brauchen keine Montageanleitung. Alles klar. Hier der Stau, mein Instagram-Account. Okay, meine Eltern haben auch einen Instagram-Account, können aber damit nicht um. Es sind zu viel Technik. Yannick. Das ist Yannick. Ja. Cool, Yannick. Er ist Mr. Lover. Alles klar. So, was haben wir hier? Folge mir. Prüfung ist wichtig. Notizen. Schade, ich dachte, hier kriegen wir auch nochmal irgendwie einen Link. Was ist mit unserer Ex Lea? Die hatte doch auch noch was Sachen verlinkt. Genau, das ist das, was wir hatten. Und wir warten ja immer noch auf das Foto.
Okay, ich gehe mal davon aus, das wird ein Lead-Dings sein, wenn ich draufklicke. Probiere ich gleich mal aus. Ich hoffe nur nicht, dass ich jetzt mit den GEMA... So, ich mache das Lied jetzt mal nicht an, weil ich dann, wie gesagt, mit der GEMA nachher Probleme kriege. Aber das ist ein Link, der tatsächlich zu einem YouTube-Video tatsächlich... geil. Finde ich toll, Leute. Ihr macht das richtig gut. Muss ich mal... Upsi-pupsi. Muss ich ja mal so sagen. Finde ich richtig toll. Also, ehrlich. Super Spiel. Ich weiß nicht, kann es nicht oft genug sagen. Also, boah. So, wie gesagt, lieber Kinderchen, das... Oh, hier habe ich mein eigenes Profil. Ach, guck mal, hier kann ich noch alles ändern. Das will ich auch gleich nochmal machen. Über dich, bla bla bla. Aber da muss ich auch die Premium-Dings machen. Das ist cool. Okay, meine lieben Kinderchen, das war's für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ja.